zog Kyoko ihre Handschuhe aus. Deine Hände! Ohne darüber nachzudenken, schrie ich fast auf. Es war mehr als bloß verbrannte Haut. Schlimm, nicht wahr? Es geschah, als ich zuerst lernte, ein Detektiv zu sein. Ich war unerfahren. Ich dachte, du wolltest niemandem diesen Namen zeigen. Wenn ich damit einen Schritt näher komme, den Drahtzieher zu entlarven, kümmert es mich nicht. Kyoko schien etwas nervös, während sie das gesagt hatte. Danach zog sie wieder ihre Handschuhe an. Meine Namen sollten als Beweis genügen. Makoto, trug die Person, die dich angriff, Namen wie meine? Nein, kein bisschen. Dann wäre das geklärt. Hundertprozentig ist derjenige, der Makoto angegriffen hat, der wahre Drahtzieher. Das ist einfach schlimm. Mein Geheimnis wurde enthüllt und trotzdem muss ich deine äußerst gefälschten Namen sehen. Ah, ich bitte um Vergebung. Habe ich das laut gesagt? Ich hoffe, ich verletze nicht deine Gefühle. Kein wenig. Du kannst sagen, was dir beliebt. Klar, solange ich weiter in die Enge getrieben werde, richtig, aber ich habe immer noch genug Spielraum. Denn die Umstände um Makotos Tod sind völlig unbekannt. Das stimmt, wir wissen nur, dass sie schon länger tot war, als wir sie fanden. Mehr wissen wir nicht. Wehe, du wirst uns sagen, dass sie bereits vor der Ankunft hier verstorben war. Diesbezüglich muss ich keine Angst haben. Ich verspreche dir, dass sie ohne Zweifel nach dem Beginn des Spiels gestorben ist. Sie wurde also so geheim ermordet, dass wir das nie herausfinden. Aber wer weiß, wie viel Zeit schon inzwischen ihrem Tod liegt, nachdem wir sie im Garten gefunden haben. Hat der Täter sie irgendwie geborgen? Sie hätte ja nicht die ganze Zeit im Garten sein können, oder? Wenn ja, wäre sie völlig verrottet und zerfallen, genauso wie dein Gehirn. Dann konnte sie nur irgendwo gelagert worden sein. Aber wo könnte man eine Leiche hintun? Mir fällt nur ein möglicher Ort ein, wo man eine Leiche lagern kann. Außerhalb der Im Biolabor. Makotos Körper wurde vermutlich im Biolabor versteckt. Das Biologielabor? Meinst du auf dem 4. Stock? Korrekt, es wird in Wahrheit als eine unkonventionelle Leichenhalle genutzt. Also, es ist der perfekte Platz, um eine Leiche zu verstecken und gleichzeitig auch zu bewahren. Also behauptest du außerdem, dass die Leiche vom Biolabor in den Garten transportiert wurde? Genau. Und ich hege keinen Zweifel, dass das passiert ist. Ich habe sogar Beweise. Ein Beweis, das kann... Was kann beweisen, dass die Leiche vom Biolabor in den Garten bewegt worden sein muss? Etwas war im Garten, das dort nicht hätte sein sollen. Was mich so sicher macht, dass die Leiche bewegt wurde, die Plane, die ich im Garten fand. Vorher habe ich sie nicht genug untersucht, aber als ich sie erneut begutachtete, fiel mir ein kleiner Text auf, der auf einer Ecke der Plane gestempelt wurde. Da auch steht Biolabor, richtig? Heiliger, wie konntest du so etwas Kleines entdecken? Makotos widerstandsfähiger Natur hat das bestimmte. Hat den bestimmten Zeitpunkt gewählt. Das beweist, dass die Plane ursprünglich aus dem Biolabor gekommen sein muss. Ich habe sogar einen ganzen Stapel an Planen dort gefunden. Als der Mörder dann die Leiche zum Garten bewegte, hat er zusätzlich eine Plane mitgenommen, um sie einzuwickeln. Danach ließ er die Plane das Wasser abhalten und zog den Körper mit dem Mantel an. Wow, du hast das alles so einheitlich klingen lassen. Aber das hier ist kein Ratespiel. Wo ist der Beweis? Beweis mir, dass die Leiche in einer Plane eingewickelt und bewegt wurde. Es gibt keinen Beweis. Ich erkläre bloß das, was ich denke, was vorgefallen ist. Aber du scheinst mir ziemlich gestresst, was? Gestresst?
Das Thema hat sich zum Biolabor gewendet. Deswegen musst du äußerst Angst haben. Weil der Schlüssel, der die Tür zu deiner wahren Identität öffnet, in diesem Raum versteckt ist. Nicht wahr? Redest du vom Tazier? Nun, das Biologielabor weist eine bestimmte Widersprüchlichkeit auf die wir eingehen müssen. Widerspruch im Biolabor? Können Sie darüber reden? Lalala, ich kann nicht dich hören! Lalalala! Mensch, ein Kind. Ignorieren einfach. Was meint sie genau damit? Ein Widerspruch im Biolabor? Hey, übrigens, Makoto, was ist denn damit überhaupt? Damit? Was denkst du denn? Ich rede über deine Familie? Was? Sag mir nicht, dass du die Videobotschaft vergessen hast. Also was denkst du? Bist du dir sicher, dass es deiner Familie wirklich gut geht? Warum würdest du das jetzt aufbringen? Deine Mutter, dein Vater, sogar deine kleine Schwester, was hier mit so beschossen ist? Die wirkliche Sicherheit geworden? Wie denkst du? Hör auf damit! Beruhig dich, Makoto, er will dich vom Gericht abbringen. Die hat recht, ich darf ihn nicht provozieren lassen. Er will nur, dass wir sein Geheimnis vergessen. Wir kommen immer näher zur Wahrheit. Wenn ich also meinen Mund schließen will, muss ich den Widerspruch enthüllen und ihn das fressen lassen. Kyogre redete von der Gefrierkammer selbst. Kugelkrieg. Speicherlichter. Der Widerspruch, den Kyoko meinte, ist die Lichtanlage der Gefrierkammer. Wovon redest du da? Was ist mit den Lichtern? Wie gesagt, das Biolabor wird als Leichenhalle benutzt. Und dafür wurden Gefrierkammern dort installiert. Darin werden alle gelagert, die bereits verstorben sind. Und es wurde so aufgestellt, dass man durch ein blaues Licht signalisiert wird, sollte eine besetzt sein. Wenn also ein blaues Licht aufleuchtet, wird ein Körper in einer Kammer gelagert. Genau, aber ich habe gezählt, wie viele Kammern einem Körper innetrugen. Es waren nur 9. Warum ist das wichtig? Du musst auf den Punkt kommen, Mann. 9 Lichter, das macht keinen Sinn. Es muss eine Anzahl sein. Es müssten 10 Lichter sein. 10 Lichter müssen eingeschaltet sein. Eine andere Zahl ist sehr verdächtig. Verdächtig? Weshalb? Einfach, erinnere dich einfach an diejenigen, die bereits verstorben sind und das wird ganz klar. Das stimmt. Ich werde das auch noch einmal tun. Sayaka ist zuerst gestorben. Junko folgte danach. Leon war der Dritte. Danach kam Chihiro. Dann wiederum Mondo. Später dann Hifumi und Taka. Und Celestia. Sakura war die 9. Und Mukuro die 10. Also 10 Leute insgesamt. Das stimmt. Jede andere Zahl sollte dich sofort aufmerksam machen. Aber anhand den Lichtern im Biolabor wurden nur 9 Leichen gelagert. Meinst du, ein Körper ist verschwunden? Ich habe eine Idee, vielleicht hat der Drahtzieher einfach eine Leiche verbrannt, um Beweise zu zerstören.
Aber wenn man das wollte, hätte man Mukuro genommen, weil er sie eigentlich getötet hatte. Und trotzdem wurde ihre Leiche nicht angefasst. Wessen Leiche ist dann verschwunden? Ich würde niemanden sagen. Aber warum stimmt dann die Leichenanzahl nicht überein? Inklusive Monokumas Hinrichtung geschahen angeblich 10 Tode, aber es gab nur 9 Leichen. Das will ich damit sagen. Ich bin komplett verwirrt, Leute. Wie kann es mehr Morde als Leichen haben? Wenn ich alles zusammenfüge, ergibt nur eine Sache Sinn. Hätte eine Person zweimal ermordet werden müssen. Hä? Zweimal? Uns wurde vorgetäuscht, dass 10 Morde insgesamt geschahen. Aber ein Opfer konnte ermordet worden sein und später noch einmal ermordet werden. Doppelter Tod? Wenn dies der Fall wäre, hätte es 10 Morde, aber nur 9 Opfer gegeben. Theoretisch könntest du recht haben, aber so etwas zu tun ist einfach nur... Nicht nur theoretisch, es ist passiert. Klingst bereits überzeugt. Kannst du uns denn erzählen, wer zweimal starb? Es war Mukuro natürlich. Bevor sie als Mukuro Ikusawa ermordet wurde, starb sie bereits als jemand anders. Und deswegen musste die Leiche im Biolabor gelagert werden, bevor wir sie im Garten fanden. Nein, das ist doch verrückt. Sie wurde zweimal mal... Komm schon. Apropos, wer ist denn dieser jemand? Man muss nur die äußeren Verletzungen gutachten, dann wird der Fall klar. Nichts wird klar. Denn Kyoko ist völlig durchgedreht. Als wäre es Mukuro gestorben. Sayaka Maizuno? Junko Enoshima, Leon Kubata, Shihiro Fujisaki, Mondo Owada, Kiyotaka Ishimaru, Ifumi Yamada, Celestia Lubenberg, Sakura Ogami? Nein. Niemand konnte zweimal ermordet worden sein. Mukuro erlag einen ganzen Wunden am Körper. Sagt uns das. Küchenmesser, da steht immer die Mordwaffe. Cool. Große Speere. Okay. Erst will irgendwann sprechen. Möchtest du hingerichtet werden? Da muss ich nochmal nachdenken. Ich weiß nicht, ob ich hingerichtet werden will. Ich wollte nicht Leon Kubata. Boah. Geh weg, Leon. Halt so mal. So. Dann halt so. Junko Enoshima. War ihr Todesgrund nicht mit dem von Mukuro ziemlich ähnlich? Was meinst du? Erinnert ihr euch, was ihr zugestoßen ist? Sie wurde von unzähligen Sperren erstochen. Kein Körperteil blieb verschont. Und Mukuro starb wegen den vielen Wunden über ihren ganzen Körper. Wenn man das mit den Stichwunden von Junko vergleicht, stimmt alles überein. Ja, und die Stichwunden ist der einzige Todesgrund, der mit Mukuro übereinstimmt. Das erklärt, warum diese zwei Leichen eigentlich die gleiche Leiche sind. Dürfte ich mal zusammenfassen. Junko und jemand, der diesen Namen trug, wurde mit vielen Sperren zu Tode gestochen. Dann wurde ihre Leiche im Biolabor verwahrt, bevor sie wieder benutzt wurde. Nur dieses Mal repräsentierte die Leiche Mukuro Ikusawa.
Es passt alles, nicht wahr? Die Wunden, an denen Junko lag, können sicherlich die gleichen sein. Dann stimmt es echt. Sind Mukuro und Junko wahrhaft die gleiche Person? Warte. Hä, was heißt das denn? Das heißt, dass es nicht nur 10 Opfer gab, sondern 9. Das bedeutet zudem, dass einer der Studenten, von dem wir glauben, er sei tot, noch am Leben ist. Und das ist die wahre Identität des Tatsias. Wer ist es? Wer ist hinter allem? Wir wissen bereits die Antwort dazu. Es ist Mukuro. Sie ist immer noch am Leben. Sie nahm Junkos Körper und ließ es so aussehen, als ob sie sich selbst, als ob sie selbst starb. Deswegen ist Mukuro noch am Leben. So muss es sein. Völlige Stille. Da muss ich recht haben. Ich habe recht, nicht wahr? Mukuro am Leben. Lebt noch? Nee. Aber können wir das wirklich glauben? Nein, das geht nicht. Mukuro ist tot. Mukuro Ikusawa ist tot. Die Leiche im Garten war nicht Mukuro. Lebt sie noch? Ja, sie ließ Junkos Leiche wie ihr eigen aussehen. Also ist die echte Identität des Tatsias Mukuro. Oh, Monokuma, gibst du auf? Naja. Um sie zu überzeugen, muss ich mit der Leiche argumentieren. Der Tatsia soll erstmal egal sein. Nein, die Leiche im Garten war Mukuro, darüber bin ich mir ziemlich sicher. Das Erscheinungsbild und die Maßwerte stimmen mit ihrem Bericht überein. Richtig, Kyoko. Sie war ungefähr 1,50 Meter groß und wog 44 Kilo. Ihre vitalen Werte 31, 21, 32. Alles in ihrem Bericht stimmt mit der Leiche überein. Und dann gibt es noch das Fenrir-Tattoo. Das kann man auch nicht hinterfragen. Aber wenn Mukuro nicht der Drahtzieher ist, wer lebt dann noch? Jemand sieht so aussehen, als ob er gestorben wäre, aber lebt in Wahrheit noch weiter. Es kann nur sie sein. Wer ist es nur? Ist es Junko Enoshima? Junko ist noch am Leben. Das ist die einzige Möglichkeit. Bist du dir sicher? Hä? Ich gebe zu, dass Junko scheint eine annehmbare Möglichkeit zu sein, da Mukuro zweifellos starb. Aber wir sahen, wie sie aufgespießt wurde. Sie starb vor unseren Augen. Wenn sie noch am Leben wäre, müsste ihr Tod, den wir gesehen haben, eine Scharade gewesen sein. Aber du hast doch selbst bestätigt, dass sie tot war. Das stimmt. Ich habe eine Hand sanft auf Junkos leblosen Körper gelegt und berührte ihr Handgelenk, um nach einem Puls zu suchen, aber sie ist wirklich tot. Mehr konnte man nicht sagen, sie war einfach weg. Ich habe das überprüft auf jeden Fall, deswegen kann ich sagen, sie war tot, ohne Frage ist Junko gestorben. Also ist sie nicht am Leben? So muss es sein. Dann ziehst du dich mit deiner vorherigen Aussage zurück. Ich weiß, dass du es versucht hast, aber schade, schätze, deine Ermittlungsergebnisse waren falsch. Schade, Schokolade. Der Fall wurde noch nicht geklärt. Du hast noch nicht aufgegeben, oder, Makoto? Hä? Nein, natürlich nicht. So einfach würde ich niemals aufgeben. Das ist alles schön und gut, aber wie gedenkst du, mit verschiedenen Problematik den Fall fortzusetzen? Junko ist gestorben, Mukuro ist gestorben. Es sind beide tot, richtig? Es gibt keine Überlebenden. Ich glaube, dass wir alles umgekehrt sehen müssen. Hä, umgekehrt? Denken wir einfach mal, dass Mukuro noch leben würde. Wenn ja, wie konnte sie das? Wie Junko überleben konnte? Ich müsste es wissen. Könnte es sein, dass Junko nicht starb? Hätte es jemand völlig anders gewesen sein können? Vielleicht benutzte man eine Art Trick? Galgen, Mensch. Ja, komm. Ha?
S. L. Perfekt. Wechsel! Was ist es? Vielleicht wechselten sie Plätze mit jemandem. Plätze wechseln? Richtig, bevor die Spiele sie töten konnten, nahm jemand ihren Platz ein. Genauer gesagt, Mokuro Ikusawa. Das würde dann Mokuros Leiche gewesen sein. Deswegen stimmen die Körperhöhe und das Gewicht mit Mokuros Profil überein. Versteht ihr? Ich habe keine Ahnung wegen den ganzen Wechselsachen, aber... Es muss Jung gewesen sein, die hingerichtet wurde, oder? Genau, was meinst du mit Wechsel? Wann hätte sie das tun können? Kurz bevor sie starb, wie eine Art Ninja-Technik? Gutes Argument, so hätte sie sich nicht abtauchen können. Deswegen ist alles ein wenig verwirrend. Wann könnte sie wechseln? Wenn ich das klarstelle... Die zwei haben seit Anfang an Rollen getauscht. Was? Seit Anfang an? Genau, seitdem wir uns zuerst getroffen haben. Wenn sie damals schon gewechselt hätten... Dann hätte sie beim Todeszeitpunkt nicht mehr wechseln müssen, richtig? Schließlich war diejenige, die wir zu diesem Zeitpunkt sahen, Mokuro und nicht Junko. Halt, du behauptest also, dass diese Junko, die wir zuerst trafen, in Wahrheit die ganze Zeit Mokuro war? Dann haben wir sie bereits getroffen. Ich habe nochmal mit ihr gesprochen. Als wir uns vorstellten, musste niemand, wer der andere war. Deswegen konnte Mokuro uns vortäuschen, sie hieße Junko. Wir hätten niemals den Unterschied bemerkt. Dies würde den Rollentausch äußerst einfach gestalten. Warte, aber Mokuro hatte ein Tattoo auf ihrer rechten Hand, oder? Junko hätte niemals solch ein Tattoo gehabt. Sie hätte das mit Foundation und Creme einfach verdecken können. Dann wäre es einfach bei der Explosion geschmolzen und das verdeckte Tattoo wäre damit enthüllt worden. Außerdem trug Mokuros Leiche Fake Nails. Es waren die gleichen künstlichen Nägel, die sie trug, als wir zuerst trafen. Aber hat sie wirklich Foundation getragen? Darauf wollte ich auch erst hinaus. Alles hier ist eine Schätzung. Es hätte auch Junko gewesen sein können. Deswegen bin ich froh, dass niemand dieses Loch erkannte, als wir über Makotos Angreifer diskutierten. Aber schade für dich, Monokuma. Jetzt kannst du dies nicht mehr leugnen. Warte, also war das alles von Anfang an eine Scharade? Sollte das stimmen, muss ich zustimmen, dass ein strategischer Plan zu nennen. Mokuro als Junko. Es gibt einen definierbaren Grund, warum der Plan so gut funktionierte. Sie kooperierten. Mokuro, die ultimative Verzweiflung, ging mit jemandem eine Vereinbarung ein. Man könnte behaupten, dass Junko auch die ultimative Verzweiflung ist. Was ist los? Hast du deinen Willen, uns zu widersprechen, verloren? Ich glaube, dass er einfach nur Angst hat. Angst? Was bedeutet Angst? Angst ist nur möglich, wenn Hoffnung möglich ist. In mir lebt nur Verzweiflung, also ist das mir fremd. Dann, warum sagst du nichts? Weil es ein Haufen Scheiße ist. Junko ist meine Geheimidentität? Ah, mitnichten. Warum hast du dann versucht, Junkos wahre Identität zu verdecken? Ich habe versucht, ihre Identität zu verdecken? Wann habe ich das denn gemacht? Also will er es euch zugeben. Er versucht uns die ganze Zeit in die Irre zu führen, aber es bringt nichts mehr. Denn ich weiß es bereits. Er hat versucht, Junkos Identität zu verdecken, sogar zweimal. Das erste Mal geschah während der Ermittlung. Während ich im DVD-Raum war, habe ich natürlich die DVD geguckt und das Interview mit dem Direktor gesehen.
Es war nicht der Bildschirm, wie gesagt. Der Player selbst hat aufgehört zu gehen. So konnte offensichtlich die DVD nicht mehr weiter abgespielt werden. Was soll das geschehen? Ups, kaputt. Was? Auf einmal geht es kaputt? Das kann doch mal passieren, oder nicht? Du hattest einfach Pech, wie ironisch. Du klingst sicher, dass ich das Video nicht zu Ende sehen konnte. Und der Grund dahinter? Du wolltest nicht, dass ich die echte Junko sehe. Stimmt, wenn jeder in diesem Video war, müsste natürlich auch Junko auftauchen. Und wenn Makoto die echte Junko gesehen hätte, wäre es total offensichtlich gewesen, dass die Junko, die wir kannten, ein Hochstapler war. Der Stromausfall war nur ein Zufall. Keinesfalls war er das. Der Tatsi hat den Stromausfall hinterlistig geplant. Das zweite Mal, als er die Identität schonen wollte, das muss ich klarstellen. Cool Kick. Kuma! Fanboys Identität verschleiern. Das Video war nicht das einzige, was du verstecken wolltest. Das gleiche geschah mit diesem Klassenfoto. Mir ist schon etwas länger aufgefallen, nachdem wir alle unsere Fotos verglichen. In all diesen Fotos gibt es einen unnatürlichen Umstand. Was ist so unnatürlich bei denen? All diese Fotos haben etwas gemeinsam. Junkos Gesicht. In allen Fotos kann man ihr Gesicht nicht sehen. Es ist schwer zu glauben, dass ihr Gesicht zufälligerweise in jedem einzelnen Klassenfoto versteckt ist, nicht wahr? Und außerdem kann man in jedem Foto Mukos Gesicht eindeutig sehen. Anders gesagt, sie haben zu dem Zeitpunkt noch nicht gewechselt. Wenn man das alles in Betracht zieht, existiert kein Zweifel, dass dieses Mädchen die wahre Junko ist. Deswegen wolltest du Fotos austeilen, auf denen man ihr Gesicht nicht sehen konnte. Wäre ihr Gesicht sichtbar gewesen, hätten wir sofort erkannt. Dass die Junko in den Fotos nicht die Junko ist, die wir gekannt haben. Unmöglich! Ich glaube, dass alles, was Makoto ausgelegt hat, richtig ist. Junko und Mukuro haben Rollen getauscht, bevor wir sie trafen. Sie hat also Mukuro ermordet, welche ihren Platz einnahm und ließ es so aussehen, als ob sie gestorben wäre. Und die echte Junko ist noch am Leben. Sie steckt hinter diesem Mordspiel. Sie ist der wahre Draht, sie hat die ultimative Verzweiflung. Unmöglich mal zwei! Hiermit wäre sowohl die Identität als auch das Verbrechen des Drahtziehers enthüllt. Nein, warte, das geht nicht! Hör auf, es weiter zu verleugnen. Du hast keinen Spielraum mehr. Du kannst uns nicht mehr anlügen. Ich werde alles ein Ende bereiten. Climax-Kette! Oh Gott, wie war das jetzt nochmal? Okay, jetzt erstmal der Start. Da. Sie tauschten. Dann geschah das. Sie
holt er sie aus der Kammer, legt er sie dahin, zog sich die Maske an, wollte mich abstechen. Da flüchtet er schon vor Kyoko. Da sieht er Kyoko. Da setzt er die Maske der Leiche auf. Hier finden wir die Leiche. Sie will die Maske abnehmen. Und das bringt die Explosion herbei. Stop. Wir trafen das ultimative Model, Junko Enoshima, kurz nach unserer Ankunft hier. Aber das war nur inszeniert. Das Mädchen, das uns vorgestellt wurde, war in Wahrheit die 16. Studentin, die sie einnahm. Und das hieß Mukuro Ikusawa. Aber es dauerte nicht lang, bevor sie durch die Hände von Monokuma, dem Drahtzieher, starb. Das war Yoko Enoshima. Ihre Leiche wurde im Biolabor abgelagert, welche in eine Leichenhalle umgewandelt war. Bis Yoko entschied, sie erneut zu benutzen. Sie zog die Leiche aus dem Labor mit Hilfe einer Plane, um sie in den Garten zu bewegen. Sie fabrizierte einen Mord, um zu versuchen, Kyoko, die ein Problem für sie war, hinrichten zu lassen. Währenddessen wollte Junko uns denken lassen, dass Mukuro sich noch irgendwo hier verstecken würde. Deswegen trug sie eine Maske und griff mich an. Nachdem sie sich sicher war, dass ich die Maske zu Gesicht bekam, verließ sie mein Zimmer. Danach zog sie die gleiche Maske über Mukuros Kopf. Damit wollte sie erreichen, dass ich denke, mein Angreifer und die Leiche seien die gleiche Person. Außerdem ließ sie es so aussehen, als wenn der Mord erst kürzlich stattfand. Zuletzt befestigte sie eine Bombe unter dem Mantel, mit der sie die übrigen Beweise zerstörte. Der Tatsia musste die wahre Identität der Leiche vertuschen. Wir durften nicht wissen, dass die Leiche jemand war, den wir bereits kannten. Das ist die Wahrheit hinter Mukuros Mord. Und diejenige, die alles plant und austrug, ist die wahre Drahtzieherin und der gleichzeitige Monokuma. Es war Junko Enoshima. Das ist die komplette Geschichte in Teilen. Hast du etwas zu deiner Verteidigung zu sagen? Bist du etwa wieder defekt? Du kannst nicht mehr entkommen, also versuch's gar nicht erst. Komm schon, es wird Zeit, dich endlich zu sehen. Du bist keine gefährdete Spezies oder so. Wie lange willst du noch hier verstecken? Gib auf, Junko. Es ist aus. Aus? Hat ihr wirklich gedacht, dass eure Geschichte enden würde, sobald ihr die Climax erreicht? Falsch, es gibt noch viel zu besprechen.